Die UEFA wagt eine Revolution. Der Anführer ist ihr Präsident Michel Platini. Er beschert Europa eine einmalige EM 2020. Die Finalrunde der Euro 2020 wird in verschiedenen großen Städten in ganz Europa ausgetragen werden. Diese Entscheidung wurde heute gefällt. Die Entscheidung, die Euro auf mehrere Städte zu verteilen, anstatt auf nur ein oder zwei Länder, basiert auf der Idee von UEFA-Präsident Michel Platini im Juni diesen Jahres. In 12 oder 13 europäischen Metropolen werden die Spiele in 8 Jahren ausgetragen. Der Vorteil von Kosten in Milliardenhöhe und Stadionneubauten bleiben einzelne Länder so weitgehend verschont. Der wichtigste Punkt ist, mehreren Städten und Ländern die Möglichkeit zu geben, Gastgeber einer großen Feier zu sein. Es ist eine Europameisterschaft für Europa, für ganz Europa. Nach derzeitigem Stand können mindestens 3 Spiele in Deutschland ausgetragen werden. Wenn man wie wir in Europa den besten Fußball hat, mit den besten Stadien und den schönsten Städten, werden wir die größte Party aller Zeiten organisieren, überall in Europa im Sommer 2020. Ein Modell für die Ewigkeit soll diese europaweite EM allerdings nicht sein, sagt Platini.